Guten Abend zum Schleswig-Holstein-Magazin. Unser erstes Thema heute, der Schock für die Beschäftigten von Autoliv in Elmshorn. Der schwedisch-amerikanische Autozulieferer hat dort massive Stellenstreichungen angekündigt. Herzlich willkommen. Moin. 270 Mitarbeiter werden wohl ihren Job verlieren. Das ist etwa jeder Dritte. Die Produktion soll komplett geschlossen werden bis 2023. Diese Nachricht hat die meisten von ihnen völlig überrascht. Vor nicht einmal 24 Stunden haben sie erfahren, dass ihre Arbeitsplätze bald weg sein könnten. 14.45 Uhr. Schichtwechsel bei Autoliv in Elmshorn. Einen Tag nach der kurzfristig einberufenen Mitarbeiterversammlung. Gestern sollten wir uns ja in der Crashhalle wegen der Ansage, also wie soll ich sagen, also nicht mit ganz böse Absichten und so, haben wir gedacht, so, ja, was soll ich sagen? Denn auf einmal kam das Wort mit der Schließung. Das hat uns alle schockiert. Wir sind alle traurig, wütend. Uns wurde immer gesagt, dass wir hier gute Arbeit leisten, dass die Zahlen stimmen, die Qualität ist super. Und dann kommt jetzt natürlich sowas. Also das war, ich will es mal eine Bombe nennen. Es hieß eigentlich immer, es werden Maßnahmen getroffen. Es wird das Beste getan, damit sowas nicht passiert. Seit fast 50 Jahren fertigt Autoliv hier in Elmshorn erfolgreich Sicherheitsgurte für alle großen Autohersteller. Jetzt die Entscheidung vom schwedischen Mutterkonzern. Bis 2023 soll die Produktion komplett dicht gemacht und nach Ungarn verlagert werden. Fragen zur Umsetzung waren auf der gestrigen Mitarbeiterversammlung nicht zugelassen. Also wenn es Pläne gibt, kennen wir die nicht. Das Einzige, was wir tatsächlich kennen, ist eine Präsentation, die uns gestern dem und der Belegschaft insgesamt vorgestellt worden ist. Auf der stand lediglich auf zwei dürren Folien, dass es beschlossen worden sei, die Produktion bis 2023 zu schließen. Wie das umgesetzt werden soll und welche Stellen konkret davon betroffen sind, dazu gab es keine Aussage. Die Geschäftsführung von Autoliv teilte mit, dass der Abbau der rund 270 Stellen bis 2023 schrittweise erfolgen soll. Das sei eine strategische Maßnahme, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, so der Konzern. Ob und wie viele Lohnkosten Autoliv durch die Verlagerung einspart, dazu wollte der Konzern auf Nachfrage nichts sagen. Die IG Metall und der Betriebsrat kündigten Widerstand an. Wir haben auch die Möglichkeit, die Drohkulisse aufzubauen, dass wir das in der Form nicht hinnehmen und auch die Beschäftigten das nicht mittragen. Eine Verlagerung, die so langfristig über Wochen, Monate und 2-3 Jahre geplant ist, da müssen die Beschäftigten auch mitziehen. Und von daher ist das eben die, ja, ich würde sogar sagen, die berechtigte Hoffnung. Und das wäre auch nicht das erste Mal, dass es nicht so kommt, wie es angekündigt worden ist. Noch läuft die Produktion in Elmshorn. Doch wie lange sie noch hier arbeiten können, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht.